Yip, yip und herzlich willkommen zu Minecraft Rising, meinem Let's Live Minecraft. Und damit zur Abwechslung mal nicht mehr willkommen aus den Tiefen der Goldschmelze, sondern jetzt hoch oben über Galadoum im Aussichtsturm. Und das hat auch seinen Grund, dass ich hier aus der Tiefe mal wieder rausgekrabbelt bin. Und zwar haben wir ja die Goldschmelze soweit fertiggestellt in der letzten Folge. Und da möchte ich gern mal ein, zwei andere Dinge noch erledigen, bevor es dann an das nächste Projekt geht. Und zwar habe ich hier mal die Sichtweite ziemlich hochgestellt. Da ist es etwas hakelig. Ich hoffe, es ist zu ertragen. Aber dadurch kann man halt hier bis hinten zur Schafsfarm sehen. Dann natürlich hier den Mühlenhof und natürlich dann auch hier das Stadtzentrum, was ja soweit auch in der normalen Sichtweite dann zu erkennen ist. Und dann möchte ich aber hier die Chance nutzen. Ich hoffe, das Hakeln ist zu ertragen. Auch hier einen Blick nach Norden zu werfen, denn hier ist dann ja die Baumfarm. Und über die Baumfarm hinaus geht es dann noch Richtung Skelettfarm, die sich dort hinten befindet, so ein bisschen verkleidet als Ruine eines ehemaligen Straflagers, Arbeitslagers. Und wer von den vielleicht neuen Zuschauern dazu die Entstehungsgeschichte noch nicht so weit kennt, kann da gerne nochmal in die älteren Folgen schauen. Die verlinke ich gerne, sind so grob die Folgen 20 bis 30, wenn ich mich nicht verirre oder vertue. Aber ich verlinke das, wie gesagt, nochmal. Und da möchte ich ganz gerne noch eine kleine Korrektur vornehmen und nehme euch dafür mal einmal nochmal mit auf die Reise. Beim alten Straflager bzw. der Skelettfarm angekommen, werde ich euch jetzt kurz einmal einblenden, warum ich hier bin. Denn unter einem der vergangenen Videos hat Dotzkowski die Idee gehabt, dass ich im Spawnerraum der Skelettfarm noch eine kleine Änderung vornehmen könnte. Und dafür begebe ich mich mal kurz runter in den Katakombenbereich, wo sich dann auch der Spawnerraum befindet. Und zwar deaktiviere ich mal die Farm kurz, damit ich da nicht Gott weiß wie abgeschossen werde. Und zwar schwebt jetzt halt der Skelett-Spawner hier so in der Luft rum. Und ich hatte einen Stein-Slab oben drauf gesetzt, damit dort keine Skelette spawnen und dann da oben stehen bleiben und mir also die Effektivität der Farm etwas vermindern. Deswegen möchte ich da nur eine kleine Änderung vornehmen. Okay, das geht schon mal nicht. Dann muss ich hier einen runter. Naja, dann mache ich es einfach so. Und zwar ist dieses Schweben in der Luft natürlich nicht sonderlich realistisch. Und daher fand ich die Idee wirklich nett, dass man das ja vielleicht mit einigen Mauern. Und ich habe mir auch noch ein paar Birkenzäune gemacht, die dann vielleicht ein bisschen seilartig aussehen könnten. Das Ganze so einrichtet, als würde es von der Decke hängen. Und wirkt dadurch dann nochmal wieder realistischer. Und klar ist das ein Raum, der jetzt nicht sonderlich oft betreten wird. Aber ich denke, so gut kennt ihr mich dann doch mittlerweile, dass sowas mir dann doch auch wichtiger ist als eine Menge anderer Sachen. Daher finde ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Und ja, ich denke auch mit dem Birkenholz, das erinnert so ein bisschen an so ein gewundenes Seil. Und doch, das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Ich hoffe halt, dass jetzt dann hier die Zäune bzw. die Mauer ausreichen, um hier das Spawnen von Skeletten zu verhindern. Nicht, dass die dann da auf der Kante irgendwie stehen bleiben. Aber selbst wenn das dann so wäre, naja, ist dann super Kraft.
Aber recht herzlichen Dank auf jeden Fall für die Idee bzw. die Erinnerung, auch gerne zu so alten Projekten. Auch da ändere ich gern immer noch Sachen um. Und wenn euch da Sachen einfallen, das ist ja das, worum es mir geht. Einfach kreativ zu werden, sich inspirieren zu lassen und dann eben eigene Ideen und Gedanken zu entwickeln. Und da bin ich dann auch sehr, sehr gerne offen für alles, was euch so einfällt hier zu meiner Welt. Aber ihr könnt mir natürlich auch gern berichten, wenn ihr Anregungen von mir, von meiner Welt Galadeum hier, dann auch bei euch verwenden könnt. Aber gut, ich werde hier mich wieder rausbauen und dann geht's weiter mit der eigentlichen Folge. So, es gibt auch hier in meinem Organisationsboard noch ein wenig was zu tun. Und zwar möchte ich da zuallererst hier mal das Bauprojekt der Goldfarm vom Board nehmen, denn das konnten wir ja erfolgreich abschließen in der letzten Folge. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Schritt. Wieder etwas erledigt. Und gleichzeitig habe ich auch, um ein paar Rohstoffe zusammenzusammeln. Konkret ging es da um Farn, um trockene Büsche und noch einige weitere Ressourcen. Habe ich noch hier ein weiteres Gebiet soweit entdeckt bzw. generieren lassen und habe das soweit erforscht. Und dadurch haben wir jetzt hier auch um unsere Base drumherum schon ein ziemlich großes Areal soweit erkundet. Ich bin mal noch gespannt, was so im westlichen Bereich und auch Richtung Norden sich noch so finden lässt. Denn das sind dann noch Distanzen von nur, in Anführungszeichen, 1000, 1500 Blöcken, was dann noch ganz gut zu erreichen ist, gerade jetzt durch die Elytra. Hier nach Osten hin ist halt so das kühle Klima. Finde ich sehr interessant, wie sich die Welt so aufbaut. Der große grüne Gürtel hier ist ein sehr, sehr großer Dschungel. Und ich finde das schon eine relativ reizvolle Gegend. Dann möchte ich kurz einen Ausblick in die Zukunft wagen. Und zwar habe ich so zwei, drei Dinge im Auge, womit es vielleicht weitergehen könnte. Und ich habe da vor allem nochmal wieder ein paar praktische Sachen so im Kopf. Was meine Lust angeht, da habe ich auf jeden Fall aktuell nochmal wieder besonders viel Lust, oben mit der Zitadelle zu beginnen. Nach dem bereits gebauten Aussichtsturm dort. Daher brauche ich da aber noch einiges an Vorbereitungen für. Da ich dann vor allem häufig mit der Elytra unterwegs sein muss bzw. will, brauche ich noch die ein oder andere Vorbereitung. Und deswegen könnt ihr vielleicht mal hier auf das Board schauen und überlegen, was so noch mir weiterhelfen würde. Denn es gibt hier dann doch zwei, drei Sachen, die ich vorher dann noch erledigen möchte, bevor es dann wieder an einige Schritte der Zitadelle geht. Aber jetzt ganz konkret in dieser Folge noch geht es erstmal noch an etwas anderes. Und zwar blende ich hier mal kurz das Ergebnis oder, na gut, Zwischenergebnis erstmal ein, der Umfrage aus der letzten Folge. Und da hatte ich ja gefragt, wie es aussieht, ob ihr die Umwandlung des Höhlenbereichs hinter der Goldschmelze auch noch sehen wollt. Und da haben doch die meisten gesagt, dass sie das auch noch ganz interessant finden. Und da es aber nicht alle gewünscht haben, werde ich das Ganze jetzt in meiner möglichst kompakten Version so zeigen, aber doch die wichtigen Schritte dann mit euch gemeinsam machen und bin selber mal gespannt, wie konkret dann dieser Höhlenbereich letzten Endes aussehen wird. Rohstoffe habe ich durch den Bau der Goldschmelze soweit ja eigentlich unten bereits beisammen, das heißt eine Menge Kobbel, eine Menge normale Steine, Andesit, aber auch eine ganze Menge Golderz, Kohleerze, die ich ganz gerne damit einarbeiten möchte. Und ja, das sind immer Projekte, wo ich selber nicht weiß, was kommt dabei am Ende raus. Aber das ist halt so die Sache, die das Survival-Spielen für mich dann auch so interessant macht.
Von daher freue ich mich drauf und wir sehen uns gleich dann in der Replay Loop. Thank you.
okay, nachdem ich jetzt einige Monate hier verschüttet war in meiner Mine, denn ich kam einfach überhaupt nicht dazu, mal einige Stunden in Minecraft zu verbringen, habe ich einfach immer nur nebenbei mal die Farm laufen lassen und wie ihr jetzt hier neben meiner Figur sehen könnt, an den Redstone-Lampen, sind die Goldspeicher auch langsam dabei, sich zu füllen. Ich bin also sehr zufrieden, auch mit den technischen Erträgen meiner Goldfarm. Möchte dann aber jetzt doch auch mal langsam hier dann die Tiefen verlassen. Ich hatte euch ja versprochen, die Höhle ein wenig auszugestalten. Da habe ich dann jetzt aber nicht mehr großartig weitergemacht. Ihr habt gesehen, ich habe nur so die Grundbausteine gesetzt. Besonders detailliert ist das jetzt noch nicht. Ist auch noch kein endgültiges Projekt, aber jetzt vor allem nach so langer Zeit verspüre ich einfach die Lust, auch mal wieder den Schauplatz zu wechseln. Und da sollte man dann sich auch nicht immer nur zwingen. Das ist für die Langzeitmotivation sicherlich nicht so förderlich. Stattdessen möchte ich jetzt gerne noch einen Zuschauerkommentar berücksichtigen, den noch unter einem Video aufgetaucht ist. Und zwar werde ich hier mal kurz eben landen bei diesem Weiher, den ihr ja vermutlich alle wiedererkennt, ist, dass hier der Eingang zur Slime Farm ist. Und ich werde mal kurz eben schauen. Und zwar hat Nico Siedler mir mal eine Reihe von Kommentaren geschrieben und unter anderem dabei erwähnt, dass es doch cool wäre, den Eingang zur Slime Farm hier noch ein wenig zu ergänzen. Und zwar öffnet dieser Button ja bisher nur diesen vom Wasserfall versteckten Eingang. Aber der Weg hier über den Fluss ist natürlich so noch etwas, noch nicht so ganz eingangmäßig. Und daher möchte ich das Ganze noch ein wenig oder durch ein wenig Redstone ergänzen. Und zwar soll hier dann ein Weg sich bilden. Ich werde hier Pistons unten drunter setzen und dann einen natürlichen Weg hier zum Eingang der Slime Farm dann noch an diesen Knopf hier dann dran koppeln. Und das werdet ihr dann jetzt in einer kleinen Loop dann sehen. Damit wäre auch dieses kleine Gimmick hier soweit in meine Welt integriert. Und ich denke, das ist so als kleine Übergangsfolge dann so ganz gut gelungen. Ich konnte jetzt einige Ideen von euch mit einbauen, habe gleichzeitig auch unten in der Mine noch die Höhle der Goldschmelze ein wenig erweitert und denke, damit sind dann hier diese Projekte in dem Bereich meiner Welt
soweit abgeschlossen. Ich werde jetzt nochmal eben schnell die Nacht und den Regen überspringen, bevor da hinten die ganzen Mobs hier mich erreichen. Und werde meinen Weg dann nochmal kurz fortsetzen. Und zwar wollte ich die Folge dann jetzt im Stadtzentrum beenden und dabei euch nochmal ein wenig in Erinnerung rufen, was ich so weiter plane. Denn ich hoffe schon, dass ich jetzt wieder ein wenig zeitiger neue Folgen bringen kann. Und kann da nichts versprechen, aber werde auf jeden Fall schauen, dass ich doch immer mal wieder die Chance nutze, wenn ich sie dann habe, und ein wenig was für euch aufnehme. Und das Board hier im Hintergrund zeigt ja nochmal so ein bisschen, worauf es so hinauslaufen kann hier in nächster Zukunft. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eure Meinung, eure Ideen in die Kommentare packt. Ich schaue mal, ob das so übereinstimmt mit dem, was ich so angedacht hatte. Und ansonsten könnt ihr gespannt sein, womit es dann hier bald weitergeht. Und bedanken möchte mich auf jeden Fall nochmal für euer reges Interesse. Auch jetzt in der Zeit, wo ich lange nichts bringen konnte, freue ich mich einfach immer drüber, wenn immer wieder nochmal Kommentare auftauchen, Meinungen, Kritik oder auch mal einfach nur Lob. Das tut natürlich dann auch gut und motiviert einen dann auch wieder, hier mit meiner Minecraft Rising Reihe dann auch weiterzumachen. Und ja, ansonsten habe ich mich einfach gefreut, jetzt diese Folge auch mal langsam zum Ende zu bringen, und wünsche euch soweit einen schönen Tag und danced on!